Mein persönlicher Wetterbericht sieht so aus, wenn ich morgens aufstehe und zur Tür rausgehe, merke ich schon, wenn ich die Tür in die Hand nehme, ob sie offen bleiben will oder ob sie sich wieder zuschlägt. Und wenn ich dann weiterlaufe zu meinen Hühnern durchs Gras, dann sehe ich, ob das Gras getaut war. Und wenn ich dann zum Himmel schaue und sehe, ob wir Wolke haben oder keine Wolke haben, da kann ich also schon erkennen, wie für mich heute der Tag aussieht. Bekommen wir Niederschläge, bekommen wir keine. Wie wird das Wetter? Eine Frage, die sich nicht nur Landwirte täglich mehrfach stellen. Wie gut ist eigentlich die Wettervorhersage? Können wir uns auf die Prognosen verlassen? Wie abhängig sind Wirtschaft und Gesellschaft von der Meteorologie? Günter Albrecht auf seinem Bauernhof in der Westpfalz. Seit 40 Jahren ist er Landwirt. Er baut Raps und Getreide an und züchtet Rinder. Bei seiner Arbeit auf dem Feld muss er sich immer nach dem Wetter richten. Dafür braucht Günter Albrecht allerdings nur selten einen offiziellen Wetterbericht. Er schaut lieber auf die Natur, zum Beispiel auf seine Kühe. Und da sieht man dann schon, wenn Gewitter kommt oder so, werden sie unruhig und dann richten sie sich zusammen als Herde, weil wir ja Mutterkuh mit kleinen Kälber haben. Und dann legen sich die Kälber immer vor die Kuh. Und sie stellt sich mit dem Schwanz immer von der in die Richtung, wo das schlechte Wetter herkommt, also der Regen. Damit der Kopf und die Augen und das Flotsmaul und die Junge, die dann vor ihnen stehen, dass die geschützt liegen. Wie das Wetter wird, verraten ihm seine Tiere. Im Frühjahr muss Günter Albrecht genau wissen, wann es länger trocken bleibt. Dann besprüht er seine Rapsfelder mit Pflanzenschutzmitteln. Regen würde die Substanzen schnell wieder von den Pflanzen und Feldern spülen. Jahrhundertelang war es überlebenswichtig, die Natur und die Wetterphänomene genau zu beobachten, um Aussaat und Ernte zu planen. Davon zeugen bekannte Bauernregeln wie Morgenrot, schlecht Wetter droht. Bis heute verlassen sich viele Landwirte auf ihre Himmelsbeobachtung. Die Form und Höhe verschiedener Wolkenarten verrät ihnen, wie das Wetter wird. Typische Wolkenarten sind die Schäfchenwolke. Sie tritt meist als Herde auf. Cirrocumulus findet sich in über 6000 Metern Höhe, besteht aus Eiskristallen und kündigt häufig einen Wetterumschwung an. Die Gewitterwolke. Cumulonimbus ist massiv und von beträchtlicher Größe. Schauer oder Starkregen folgen. Die Schönwetterwolke, Cumulus humilis, hält, was sie verspricht. Sie kommt an sonnigen Tagen und löst sich abends einfach auf. Wer die Wolken zu lesen weiß, kann einige Stunden in die Wetterzukunft schauen. Der modernen Landwirtschaft reicht dies längst nicht mehr. Sie ist generalstabsmäßig organisiert. Wie etwa der Spargelanbau in Brandenburg. Das Edelgemüse hat eine hohe Gewinnspanne, doch es ist extrem wetterfühlig und die Saison geht nur von April bis Juni. Landwirte wie Malte Vogts müssen deshalb perfekte Bedingungen schaffen. Spargel liebt konstante Temperaturen um die 20 Grad. Große Temperaturschwankungen wirken sich negativ auf Qualität und Erträge aus. Deshalb sorgt ein ausgeklügeltes Foliensystem, dass der Boden unter den Planen gleichmäßig warm bleibt. Zur Kontrolle betreibt Malte Vogts eine eigene Wetterstation. Und an dieser Wetterstation habe ich verschiedene Möglichkeiten. Einerseits habe ich oben ein Windmesser, dass ich weiß, wie ist hier der Wind, wie stark weht er, welche Einflüsse haben wir. Andererseits habe ich hier vor mir einen Regenmesser, weil auch die Niederschläge entscheidend sind. Hier ist eine Datenkarte drin, also wird das immer übermittelt ans Telefon oder auch ans Büro, dass ich gucken kann, da sind weiter verbunden in dem Erntedamm hier hinter uns, da sind Bodenfeuchtesensoren drin, aber viel wichtiger zum jetzigen Zeitpunkt sind da Bodentemperatursensoren drin. Die haben wir eingegraben in 10, in 20 und in 40 Zentimetern, weil das für uns das Entscheidende ist, wie sich die Temperaturen in diesen
in diesen Schichten verhält. Von diesen Temperaturdaten hängt die gesamte Ernte ab. Sie bestimmen, wann und welche Folien gelegt werden. Schwarze Folien wärmen den Spargel stärker, weiße weniger. Machen die Spargelbauern bei ihrem Folienmanagement Fehler, bekommen sie dies sofort bei den Erträgen zu spüren. Die Daten seiner Wetterstation ruft Malte Vogts auf dem Rechner ab. Außerdem nutzt er Prognosen vom Deutschen Wetterdienst und schaut mehrfach täglich auf eine Wetter-App. In einer Lagebesprechung wird diskutiert, wie die Erntehelfer auf die aktuelle Prognose reagieren müssen. Bleiben die Folien drauf und wärmen weiter oder sollen sie runter? Mache ich das zu früh und die Wetterprognose hat nicht recht gehabt, es gibt keine Sonne und die Temperaturen fallen nachher auf, ich sag mal, 15, 16 Grad wieder runter, dann ernte ich auf einmal statt im Mai 40 Tonnen, vielleicht 30 Tonnen, dann fehlen mir 10 Tonnen Tageserntemenge. Es ist wichtig, dass ich mir die Wetterprognosen von vielen Anbietern anschaue, aber noch meine eigenen Daten darunter lege, um zu gucken, dass ich nicht jemand anderen dafür verantwortlich machen kann für einen Fehler, den ich nachher begangen habe. Landwirtschaft bleibt wegen des Wetters bis zu einem gewissen Grad unberechenbar. Für Malte Vogts liegt genau darin der Reiz und die Herausforderung. Im Alltag ist das Wetter ein beliebtes Gesprächsthema. Wir schauen gerne auf unsere Smartphones, um zu erfahren, bleibt es sonnig oder gibt es Regen? Apps sind unsere Meteorologen im Taschenformat. Das Angebot an Wetter-Apps ist riesig. Viele benutzen einfach die vorinstallierten Anwendungen, aber diese beziehen weltweite Wetterdaten nur aus den USA, was zu ungenaueren Vorhersagen führen kann. Apps wie Wettercom oder Wetter Online beziehen ihre Daten hingegen von europäischen Diensten. Dabei unterscheiden sich Apps durchaus in den Prognosen, selbst für den nächsten Tag. Das liegt zum einen an den unterschiedlichen Datenquellen, aber auch an der Darstellung und den verwendeten Symbolen. Denn Wetter ist komplexer, als man es mit einfachen Symbolen darstellen kann. Schwierig sind Niederschläge vorherzusagen, da sie sehr lokal begrenzt sein können. Am zuverlässigsten funktionieren Regenradare. Ein großes Problem ist für Laien allerdings die Interpretation von Prozentangaben. Hier muss man sehr genau hinschauen, auf welchen Zeitraum sich die Wahrscheinlichkeit bezieht. Die private Meteo Group ist weltweit tätig und betreibt ihre Deutschlandzentrale in Berlin. Meteorologe Dennis Schulze nutzt für seine Vorhersagen öffentlich zugängliche Wetterdaten, zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst, verlässt sich aber nicht darauf allein. Wir geben sehr viel Geld für den Dateneinkauf auch aus und verarbeiten die Daten dann bei uns, haben unsere eigenen Methoden, um sehr präzise Lokalvorhersagen zu machen. Und dann natürlich unsere Meteorologen, die die Prognose dann verfeinern und ihre Erfahrung dann mit in die Vorhersage einfließen lassen. Wir haben auch ein Messnetz mit eigenen Wetterstationen in Deutschland und der Schweiz. Es sind insgesamt knapp 900 Wetterstationen, die die Daten der staatlichen Wetterdienste dann nochmal ergänzen und verfeinern, sodass wir dann auch nochmal ein bisschen näher dran am Wetter sind. Die meisten Apps machen sich diese Mühe nicht. Sie bereiten die Wetterdaten lediglich optisch auf. Jede präsentiert das Wetter auf ihre eigene Art und für unterschiedliche Zielgruppen. So gibt es unzählige Funktionen wie Bade- oder Skiwetter, teils kostenlos, teils gegen Bezahlung. Aber bieten Bezahl-Apps tatsächlich einen Mehrwert? Die kostenfreie App ist etwas eingeschränkt in den Features. Man kann nicht so genau ranzoomen bei den Radarbildern. Man bekommt nur eine 7-Tage-Vorhersage und keine 14-Tage-Vorhersage. Da gibt es ein paar Einschränkungen, aber ansonsten ist die App auch voll funktionsfähig und mit den besten Daten ausgestattet.
Der größte Datensammler und Verwerter ist hierzulande der staatliche Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit fast 2400 Mitarbeitern. Er gehört weltweit zu den wichtigsten nationalen Wetterdiensten. Als Bundesbehörde hat er vorrangig die Aufgabe, vor wetterbedingten Gefahren zu warnen. Seit 1952 beobachtet der Deutsche Wetterdienst die Wetterlage rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, weltweit. Seine Daten stellt er zum größten Teil kostenfrei zur Verfügung. Spezialauskünfte sind kostenpflichtig. Die Meteorologen beraten zahlreiche Institutionen und Unternehmen. Und auch Privatpersonen können sich beim Deutschen Wetterdienst informieren. Im Norden hingegen bleibt es frostfrei. Ja, und die weiteren Aussichten? Der Samstag kann dann im Süden gut für einen Frühjahrsputz genutzt werden, denn dort fällt immer mal wieder Regen. Richtung Norden dominiert. Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes basieren auf den Daten eines globalen Mess- und Beobachtungsnetzes. Überall wird ständig gemessen: Windrichtung und Geschwindigkeit, Luftdruck, Temperatur und vieles mehr. Weltweit gibt es mehr als 11.000 offizielle Bodenstationen. Da 70% der Erde mit Wasser bedeckt sind, hat das Messnetz dennoch große Lücken. Deshalb senden Wetterbojen, Handelsschiffe und Verkehrsflugzeuge zusätzliche Daten. Rund um den Globus steigen jeden Tag 1.400 Wetterballons in die Atmosphäre auf. Hinzu kommen die Daten von mehr als einem Dutzend Wettersatelliten. Täglich strömen so rund 1 Million Wetterdaten aus aller Welt in den zentralen Hochleistungsrechner nach Offenbach. Um diese riesige Datenmenge zu verarbeiten, ist eine gigantische Rechnerleistung nötig. Die Cray XC40 bewältigt die unvorstellbare Zahl von mehr als 100 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Etwa alle 8 Jahre benötigt der Deutsche Wetterdienst ein neues Superhirn, da es immer mehr Rechenoperationen werden. 25 Millionen € kostet der aktuelle Rechner. Für Meteorologe Gerhard Lux eine lohnende Investition. Unser meteorologisches Rechenzentrum hat vor allen Dingen die Aufgabe, die Daten, die weltweit erhoben werden, erstmal zu sammeln, vorzubereiten und dann daraus auch Vorhersagen zu basteln. Ja, das macht er mit Hilfe von viel Mathematik und Physik. Er hat nicht viel Zeit dazu. Es dauert ein paar Minuten, diese Daten reinzuladen, und dann hat er ungefähr 1 Stunde Zeit und muss fertig sein. Das ist also eine Mammutarbeit. Deswegen sind diese Gerätschaften auch relativ komplex und relativ teuer. Meteorologen bezeichnen Prognosen bis zu 3 Tagen als kurzfristig, bis zu 7 als mittel und alles darüber als langfristig. Für den Deutschen Wetterdienst gilt eine Temperaturvorhersage dann als Treffer, wenn sie weniger als 2,5 Grad von der tatsächlichen Temperatur abweicht. Hier erzielen die Offenbacher eine sehr gute Trefferquote für den nächsten Tag. Also wir sagen, dass Wettervorhersagen eine Trefferquote haben, die etwa so bei 90, 92, manchmal 94% etwa liegen. Und mit jedem weiteren Vorhersagetag geht das natürlich ein bisschen nach unten. Am 7. Tag etwa sind wir so bei 75-78%, also immer noch ganz gut. Aber wie weit kann man dieses Rechenspiel eigentlich treiben? Also 50-50 Chance, das wäre gewürfelt, das machen wir nicht. Also wir hören dann schon früher auf und geben auch zu, dass hier eben physikalische Grenzen erreicht sind. Das würden wir nicht machen. Unsere Atmosphäre setzt den Meteorologen physikalische Grenzen. Hinzu kommt noch ein anderer Faktor. Wir können ja nicht tagelang rechnen, wir wollen ja sofort das Ergebnis wissen. Die Kundschaft, die Nutzer, die warten ja alle darauf. Wir haben also ungefähr 1 Stunde Zeit, um mal eben eine weltweite Vorhersage zu machen. Und innerhalb dieser 1 Stunde müssen wir natürlich auch dann die Dinge so ein bisschen abrunden. Wir lassen manche Sachen weg, wir rechnen da an dieser Stelle nicht so genau. Hauptsache, wir sind schnell fertig und haben ein passables Ergebnis. Im Juli 2016 hat der Deutsche Wetterdienst eine eigene App herausgebracht. Die Warnwetter-App warnt vor extremen Wetterlagen, so wie es die Kernaufgabe des Deutschen Wetterdienstes gesetzlich vorsieht. Darüber hinaus bietet sie auch alle anderen Informationen einer normalen Wetter-App.
Im Vergleich zu bisherigen Warndiensten der Offenbacher ist sie lokal viel genauer. Also wir haben in einer neueren Version dieser Warnwetter-App es tatsächlich also schaffen können, die Warnungen insbesondere, die vorher auf Kreisebene waren, also das heißt kreisgenau waren, die nochmal zu unterteilen und haben das jetzt mehr oder weniger ortsgenau machen können. Das heißt also, dass es viel, viel kleinräumiger ist, dass wir also zum Beispiel eine Situation nicht mehr haben, dass zum Beispiel nur die Osthälfte des Kreises vielleicht den Regen abbekommt und die andere sehen den Regen gar nicht und sind dann der Meinung, das war eine falsche Warnung, was aber gar nicht stimmt. Dadurch sind wir etwas genauer, etwas schärfer in der Aussage. Wir haben das erreichen können einfach durch eine gewisse Umstellung bei unserem Rechnersystem, das uns also mit der entsprechenden Performance dahinter das ermöglicht hat. Und doch treffen die Vorhersagen gerade bei Unwettern nicht immer zu. So wie am 27. Juli 2016 in Berlin. Schwere Gewitter ziehen an diesem Mittwochnachmittag über die Innenstadt. 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter überfluten die Innenbezirke. Mehr als 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Außenbezirke und das angrenzende Brandenburg kommen dagegen glimpflich davon. Der Deutsche Wetterdienst warnte frühzeitig vor den heftigen Gewittern. An welchem Ort sie mit welcher Stärke genau niedergehen, können Meteorologen nach wie vor kaum vorhersagen. Die kostenlose Warnwetter-App erfreut sich großer Beliebtheit. Genau deshalb gibt es Ärger. Private Anbieter haben geklagt, weil sie fürchten, die mit Steuergeldern finanzierte und für den Verbraucher kostenlose App könnte sie Umsätze kosten. Jetzt macht der Staat auch noch das Wetter, so der Vorwurf. Beim Wetter und den Wetterprognosen geht es häufig um viel Geld. Kein Flugzeug hebt ab, kein Containerschiff läuft aus, ohne Berücksichtigung der Wettervorhersage. Die Energieversorger planen den Strombedarf ihrer Kunden. In der Baubranche geht es darum, dass die Projekte fristgerecht fertiggestellt werden. Bei Verzug drohen hohe Kosten. Mit 100.000 Kubikmetern Beton, 20.000 Tonnen Stahl, 3 Millionen Ziegeln ist der Wiederaufbau des Berliner Schlosses eine aufsehenerregende Großbaustelle. Ein solches Megaprojekt ist allen Witterungen ausgesetzt. Für den Bauleiter Karl-Heinrich Mohr sind genaue Wettervorhersagen Teil seiner Planungsarbeit. Vor allem natürlich kurzfristige Wetterprognosen, weil wenn sensible Arbeiten durchgeführt werden, ich mache mal ein Beispiel, man hat Sichtbetonflächen, die hergestellt werden, da darf es zum Beispiel nicht sehr stark regnen, sonst sind die Sichtbetonflächen eben nicht mehr anschaubar späterhin. Also von daher sind kurzfristige Wetterprognosen sehr wichtig, um das ein oder andere am Bau planen zu können. Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte und Wind, das sind hier die wichtigsten Wetterparameter. Jeden Morgen erfragt Karl-Heinrich Mohr die Prognosen online beim Deutschen Wetterdienst und trägt diese ins Baustellentagebuch ein. So ist bei Schäden oder Mängeln genau dokumentiert, wenn das Wetter für den gestörten Bauablauf verantwortlich war. Einen Wert liefert der Wetterbericht jedoch nicht: die Fassadentemperatur. Unter 5 Grad Celsius können keine Arbeiten an der historischen Fassade durchgeführt werden. Der Sandstein nimmt sonst Schaden. Bei der historischen Fassade wird morgens die Temperatur gemessen, aber nicht nur an der Luft, sondern auch am Stein. Also Sie müssen sehen, jetzt zum Beispiel ist die Fassade immer noch unter minus 5 Grad, weil ja jetzt längere Zeit Frost war. Also man misst natürlich auch die Fassade direkt und entscheidet dann, kann gearbeitet werden oder kann nicht gearbeitet werden. Normalerweise haben wir hier bis zu 350 Personen, aber 100 Personen an der Natursteinfassade konnten die letzten 2 Monate wegen der kühlen Witterung nicht arbeiten. Da kann dann ein Anteil, etwa, sage ich mal, 25%, dann in den jeweiligen Werkstätten arbeiten, vorbereitenden Arbeiten machen an den Natursteinstücken. Der andere muss sozusagen dann seinen Urlaub nehmen. Tag für Tag müssen Bauarbeiter und Bauplaner auf das Wetter flexibel reagieren. Denn gewünscht ist maximale Planbarkeit. Die Baustelle muss im Zeitplan bleiben. Verzögerungen kosten viel Geld.
Bauleiter und Baufirmen versuchen sich deshalb unabhängig vom Wetter und seinen Prognosen zu machen. Bauen im Winter? Bei Frost, Schnee und Eis? Früher galt im Bau das eherne Gesetz, bis zum Winter muss der Rohbau stehen, damit er austrocknen kann. Erst im Frühjahr geht der Innenausbau weiter. Die Zeiten des Winterschlafs auf Baustellen sind vorbei. Also die Winterbaumaßnahmen, die wir hier im Wesentlichen gemacht haben, jetzt in dieser Phase, ist zu einem Mal das Gebäude dicht zu bekommen. Das heißt, es wird eine Notabdichtung gemacht, es wird das Wasser notabgeleitet, es werden alle Öffnungen verschlossen, wo noch keine Fenster eingebaut werden können. Und wir haben sozusagen eine Winterbauheizung eingebaut. Das heißt, es ist eine provisorische Heizung, die sozusagen über einen Fernwärmeanschluss 15 Grad plus mindestens auf der ganzen Baustelle realisiert. Und dass gerade Gewerke, die natürlich hohe Temperaturen brauchen oder höhere Temperaturen, wie Putzarbeiten, Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten, aber auch Elektroarbeiten, auch Kabel kann nur über plus 5 Grad verzogen werden, sonst wird das zu steif, dass die durchgehend erfolgen können. Etwa 1 Million Euro Mehrkosten machen die Winterbaumaßnahmen aus. Eine stolze Summe. Doch sie lohnt sich. Sonst müsste die Baustelle Monate stillstehen. Gerade bei öffentlichen Bauten ist dies nur schwer vermittelbar. Das Wetter bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Ein starker Sturm kann den Einsatz von Kränen behindern, die Arbeitssicherheit gefährden. Zuverlässige Wetterprognosen reduzieren dieses Risiko. Die langfristige hat nicht die Präzision, dass man da jetzt am Bau was anfangen könnte, weil die Temperatur, der Niederschlag, der muss ja auf den Punkt passen. Und dazu ist die langfristige nicht präzise genug. Die kurzfristige ist mittlerweile aber doch so genau, dass man da sehr gut mitarbeiten kann. Während die Bauindustrie versucht, sich vom Wetter unabhängig zu machen, geht eine andere Branche noch einen Schritt weiter. Der Skitourismus wartet nicht auf das Wetter, sondern macht seinen Schnee selbst. Ohne technische Beschneiung ist die Saison in Gefahr. Für den perfekten Schnee im österreichischen Wintersportgebiet Skiwelt Wilder-Kaiser-Brixental ist Bergbahnbetreiber Hans-Jörg Kogler mitverantwortlich. Täglich schaut er auf die Prognosen der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. Außerdem erhebt er eigene Messwerte. Die Schneekanonen laufen vor allem in der Vorsaison von November bis Dezember auf Hochtouren. Dann schaffen sie die Schneegrundlage für die ganze Saison und brauchen dazu ganz bestimmte Wetterbedingungen. Bei der technischen Beschneiung kommt nur Wasser und Luft zum Einsatz, sonst gar nichts. Also generell braucht man für die Beschneiung möglichst tiefe Temperaturen unter 0 Grad. Bei ungefähr 3,5-4 Grad geht es los, wobei wir bei der technischen Beschneiung ja von der Feuchtkugeltemperatur sprechen. Das ist eine Kombination aus Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Je trockener die Luft ist, umso höher kann die Temperatur sein, also höher heißt gegen 0 Grad. Und je feuchter die Temperatur ist, umso mehr Minusgrade braucht es. Jede einzelne Schneekanone kann Hans-Jörg Kogler am Computer steuern. Sind Temperaturen unter 0 Grad für die nächsten Tage angesagt, können die wichtigsten Pisten innerhalb von 72 Stunden mit bis zu 40 cm Schneehöhe technisch beschneit werden. Anfang Januar endet die Beschneiung. Ab jetzt braucht Hans-Jörg Kogler eine zuverlässige Ein-Tages-Vorhersage. Denn täglich müssen hunderte Pistenkilometer präpariert werden. Und nur so kann er schnell entscheiden, wann welche Präparation ansteht. So wie gestern gab es also am Berg vorhergesagte Schneefälle, die dann auch tatsächlich eingetroffen sind. Das bedeutet für uns, dass wir die Pistenpräparation auf die Morgenstunden verlagern. Da beginnen wir dann um 4 Uhr, 5 Uhr in der Früh, damit die Gäste um 9 Uhr, wenn sie kommen, dann perfekt präparierte Pisten haben. Ein enormer Aufwand. Ohne ihn würden sich die Pisten in unebene, bucklige Abhänge verwandeln. Eine Gefahr für Material und Skifahrer. Heute zaubern Pistenraupen makellose Schneeteppiche, damit das Skibusiness reibungslos laufen kann. Jeder Tag, an dem die Maschinerie stillsteht, kostet Geld.
Genaue Wettervorhersagen schätzen auch die Gäste. Naja, wir schauen in der Früh an und für sich immer in die Wetter-App rein und dann entscheiden wir halt, wo wir hinfahren. Also so wie heute haben wir halt überlegt, ob wir Kitzbüheler Alpen oder irgendwas rüberfahren und haben dann gesehen, es wird halt nicht so gut und sind dann eigentlich da geblieben, weil sonst hätten wir halt dort halt aufzahlen müssen. Also wir schauen es halt immer aktuell, aber buchen wir schon im Vorhinein. Also ich finde nicht, dass man darauf vertrauen kann. Schafft es nicht mal 2-3 Stunden im Vorhinein. Zufrieden ist Hans-Jörg Kogler mit den Prognosen für 1 bis 3 Tage. Eine 80-90%ige Trefferquote bescheinigt er ihnen. Ist eine noch detailgenauere Vorhersage überhaupt möglich? Um das Wetter für eine bestimmte Region vorherzusagen, wird diese mit einem virtuellen Gitternetz überspannt. Die aktuellen globalen Messdaten werden einem Gitternetz zugeordnet. Solche Gitternetze existieren im Simulationsmodell nicht nur am Boden, sondern bis hinauf in 90 Kilometer Höhe. Nun beginnt für jeden einzelnen dieser Gitterpunkte die Berechnung aller Wetterparameter für die Zukunft. Dabei gilt, je enger der Gitterabstand des Netzes ist, desto genauer wird die Vorhersage. Der Deutsche Wetterdienst nutzt einen Gitterabstand von 2,8 Kilometern. 8-mal pro Tag erstellt er an insgesamt 9,7 Millionen Gitterpunkten verschiedene Vorhersagen, die bis zu 27 Stunden in die Zukunft reichen. Für die Schweiz muss die Vorhersage detailgenauer sein, denn durch die engen Bergtäler herrscht hier sehr unterschiedliches Wetter. Der Schweizer Superrechner PitzCash rechnet mit einer Gitterauflösung von 1,1 Kilometern. Das reicht aus, um die Prognosen regional präziser zu gestalten. Eine ziemlich einfache Maßnahme, könnte man denken, aber sie erfordert eine um den Faktor 20 höhere Rechenleistung. Auch die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik nutzt ein enges Raster mit einem Gitterabstand von 1 Kilometer für Kurzfristprognosen der nächsten 12 Stunden. Gitternetz, Simulationsmodell, Rechenleistung. Hans-Jörg Kogler verlässt sich bei seinem Schneemanagement nicht nur auf digitale Wetterparameter. Daten können helfen, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Aber Daten müssen auch interpretiert werden. Und da kommt wieder der Faktor Mensch zum Tragen. Und da ist es also sehr, sehr wichtig, dass man erfahrene Leute an der richtigen Stelle hat. Ein Regentag auf Usedom. Kein typischer Anblick, denn eine Langzeitstatistik des Deutschen Wetterdienstes weist die Insel Usedom als sonnenreichste Region Deutschlands aus. Der Seewind vertreibt die Wolken. Aber er macht auch die Wettervorhersage schwierig. Die Tourismusbranche klagt deshalb immer wieder über ungenaue Prognosen. Wenn Sie mich als Kurdirektor der Kaiserbäder fragen, ich bin auch unzufrieden, weil wir haben wirklich oftmals wesentlich besseres Wetter, als es vorausgesagt wird. Und wir würden uns dann natürlich gerade in der Vor- und Nachsaison noch mehr über Gäste freuen, die dann kurzfristig sagen, jawohl, es lohnt sich, auf die Insel Usedom zu fahren. Viele Seebäder und Hotels haben darum aufgerüstet. Ihre Antwort auf die angeblich unpräzisen Prognosen? Webcams. Deren Bilder zeigen live im Internet, wie das Wetter momentan tatsächlich ist. Die Wettervorhersage können diese vielgeklickten Webcams natürlich nicht ersetzen. Das ist schon immer ein Marketing-Tool gewesen, so eine Webcam. Und wenn man das vergleicht mit den Bergregionen, mit den Skiregionen, sind auch tolle Bilder. Ganz viele gucken sich wahrscheinlich dann auch mal aus Lust und Dollerei zu Hause dann an. Mensch, was ist denn heute am Strand los? Und am Strand ist meist eine ganze Menge los. Viele Freizeit- und Sportveranstaltungen sind vom Wetter abhängig. Gerade die Kitesurfer brauchen genaue Angaben über Wind und Windgeschwindigkeiten.
Spezielle Apps wie Windfinder oder der dänische Anbieter Kitesurf versprechen stündlich genaue Informationen. Ich bin schon ziemlich zufrieden, weil das schon immer eine gute Aussage hat, man kann planen. Aber wir haben jetzt an dem Wochenende speziell gesehen, wir haben gestern noch sehr viel Windvorhersage gehabt für heute und wir haben den heute komplett weg. Also er ist ganz stark runtergegangen und das sind dann so Wetterphänomene, die selbst die Meteorologen oft nicht so perfekt vorhersagen können und das gehört dann auch dazu. Der Wind hat sich verschoben. Das kann sein, der kommt morgen oder übermorgen, er wird kommen. Die Surfer verlassen sich auf Apps und ihre Erfahrung. Der Wind am Meer ist ihr Element. Ständig wechselt er, kommt auflandig vom Meer, dann ablandig vom Festland. Diese Bewegungen entstehen, weil über dem Wasser und dem Land unterschiedliche Temperaturen herrschen. Je nachdem, wo die Luft wärmer ist, am Tag über dem Land, in der Nacht über dem Meer, ändert sich die Windrichtung. Weil Usedom eine Insel ist, die nahe am Festland liegt, vervielfachen sich diese Wasserlandbewegungen. Der Wind wird unberechenbar, geradezu chaotisch. Chaos ist das Wesen unserer Atmosphäre. Das macht verlässliche Vorhersagen so schwierig. Der Küstenwind ist ein gutes Beispiel. Weicht seine Richtung nur minimal von der errechneten ab, entstehen sofort Fehler in der Vorhersage, die nicht nur den Wind, sondern auch Bewölkung, Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit betreffen. Um das Küstenwetter präziser vorherzusagen, würde, wie in den Bergen, ein höher aufgelöstes Gittermodell helfen. Aber selbst dann bleiben lokale Wetterphänomene eine Herausforderung. Zum Beispiel Seenebel. Er kommt plötzlich. Ein solcher Wetterumschwung ist für Piloten, die den Flughafen Heringsdorf anfliegen, mitunter lebensbedrohlich. Einer, der von Berufswegen auf das Wetter schaut, ist Fluglotse Christopher Klaus. In Spitzenzeiten fertigt er bis zu 180 Flugzeuge täglich ab. Als Lotse ist er auch Wetterbeobachter. Jede halbe Stunde muss er das Wolkenaufkommen am Himmel beurteilen und dem Deutschen Wetterdienst melden. Außerdem gibt er Daten von einem Messfeld am Flughafen weiter. Aus diesen Informationen erstellt der Deutsche Wetterdienst lokale Vorhersagen für die Luftfahrt über Usedom. Dieser spezielle Flugwetterbericht wird am Tage fortlaufend aktualisiert. Für Piloten sind diese Informationen immens wichtig. Das Problem ist vor allem in der Fliegerei, dass eigentlich recht simple Situationen, kleine Ungereimtheiten, kleine Unnormalitäten, die bei gutem Wetter keinerlei Probleme auslösen würden, könnten bei schlechtem Wetter in dieser Stresssituation schon dazu führen, dass das Flugzeug dann entsprechend einen Unfall baut, abstürzt. Es ist ein großes Problem für die Luftfahrt, gerade mit Piloten, die dann auch es nicht gewohnt sind, in Küstennähe zu fliegen, die diese Phänomene nicht kennen mit dem Seenebel. Oft sieht man es von außen auch nicht. Man fliegt und man denkt, das ist alles okay. Und auf einmal hängt man drin und man hat keine Sicht mehr. Und das ist gefährlich natürlich. 2016 stürzten auf dem Weg nach Usedom zwei Kleinflugzeuge ab. Welche Rolle das Wetter dabei spielte, wird derzeit noch untersucht. Zum Glück sind solche schlimmen Unfälle im Flugbetrieb auf Usedom die Ausnahme. Der alltägliche Verkehr verläuft reibungslos. Mit den Eintagesprognosen vom Deutschen Wetterdienst ist Fluglotse Christopher Klaus ziemlich zufrieden. Bei diesem speziellen Profiwetter achtet er vor allem auf Wahrscheinlichkeiten. Der Fluglotse liest also einen Wetterbericht unter anderen Vorzeichen. In den meisten Fällen trifft es wirklich so zu, wie es vorhergesagt wird. Es ist natürlich auch so, dass unsere Vorhersagen genauer sind als die, die für die Öffentlichkeit bereitstehen. Bei uns steht dann auch teilweise drin, ob dieses bestimmte Szenario mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit eintritt oder mit einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit eintritt. Ein Beispiel für ein solches Szenario. Meldet der Wetterdienst bei schönstem Wetter eine Wahrscheinlichkeit für Seenebel von 30%, wissen die Lotsen, dass vermutlich über dem Meer eine Nebelbank hängt, die aber eher nicht zur Küste zieht. Auf die Wahrscheinlichkeiten kommt es also an.
Sie sind so etwas wie das Kleingedruckte jeder Wettervorhersage und werden gern mal übersehen. Bauern hätten bei der Regenvorhersage im Frühjahr gerne 100%ige Sicherheit. Pflanzenschutzmittel gegen Pilze sollen an den Rapspflanzen haften bleiben. Regen würde das Mittel gleich wieder abwaschen. Während Bauer Günther Albrecht auf eigene Wetterbeobachtung setzt, ist Sohn Jakob wesentlich technikaffiner. Er nutzt eine Agrarwetter-App. Was für mich am meisten Nutzen bringt, ist eigentlich die Station, weil ich jetzt nicht daheim auf dem Betrieb wohne und das Wetter vor Ort hier begutachten kann. Gucke ich, wie das Wetter ist in der näheren Umgebung. Und ich kann durch die Station voraussagen, dass es schon regnet. Und dann kann ich schon davon ausgehen, dass es zu mir rüberzieht, wenn ich die normale Windrichtung beachte. Die Agrarmeteorologie hilft den Landwirten bei ihrer Planung. Dieses alte Teilgebiet der Wetterkunde ist, was die Zuverlässigkeit von Prognosen betrifft, heute führend. Die Agrarmeteorologie betrachtet das Bestandsklima. Damit gemeint ist das Klima bis zu einem Meter unterhalb und 20 Metern oberhalb eines Pflanzenbestandes. Art, Höhe und Dichte des Bewuchses beeinflussen das Bestandsklima. Riesige Datenmengen zu Temperatur, Feuchte und Blattbenetzung durch Regen oder Tau werden hier gesammelt. Im Vergleich zu einer Freifläche sind die Schwankungen über den Tag weniger ausgeprägt. Deshalb können Meteorologen aus dem Bestandsklima präzise Vorhersagemodelle für die Landwirtschaft ableiten. Zum Beispiel für die Kornfeuchte von Sommergetreide. Je trockener das Korn bei der Ernte ist, desto besser. Die Aussagen des Modells sind beinahe 100% zuverlässig. Darauf ist Udo Busch vom Deutschen Wetterdienst besonders stolz. Das Modell sagt eine Woche vorher, wie hoch die Kornfeuchte ist. Und interessant sind ja die Werte unter 15%, weil man dann das Korn ernten kann, ohne zusätzliche Kosten für die Trocknung zu haben. Der Bauer muss natürlich den Mähdrescher vorbestellen. Der muss wissen, was ist der beste Termin für ihn, damit er mit möglichst geringer Kornfeuchte das Korn sozusagen verkaufen kann. Für die nahe Zukunft versprechen die Agrarmeteorologen sogar noch weitere Verbesserungen ihrer Prognosen. Die Informationen über Klima und Vegetation auf den Feldern lässt sich noch mehr verfeinern. Bei uns gibt es das Stichwort schlaggenau. Also Schlag ist der Acker. Und die Zukunft wird so sein, dass das eben nicht mehr in dem Bereich der Wettermodelle 2x2 oder 3x3 Kilometer genaue Vorhersagen geben wird, sondern im Bereich der Agrarmeteorologie werden wir auf dem Bereich 100x100 Meter, ich sag mal, schlaggenau in der Zukunft gehen. Das wird auch die Zukunft der nächsten 10 Jahre sein. Aber das geht nur mit Satellitendaten, weil wir brauchen dazu auch die Beobachtungen schlaggenau. Die kriegen wir nicht mit Stationen. Man kann nie ein Stationsnetz so dicht setzen, dass man wirklich alle 100 Meter eine Wetterstation hat. Das geht ja gar nicht. Aber mit Satellitendaten werden wir in der Zukunft dahin kommen. Und das ist das, was wir jetzt gerade auch in der Agrarmeteorologie angehen. Vom Feld auf den Tisch. Lebensmittellogistik ist eine komplexe Angelegenheit und hat mehr mit der Wettervorhersage zu tun, als man vermutet. Supermärkte versuchen, ihre Lagerbestände möglichst gering zu halten und die Nachfrage der Kunden vorherzubestimmen. Und die ist auch sehr wetterabhängig. Wenn wir zum Beispiel hören, wie zum morgigen Tag, dass es warm werden soll, passen wir unser ganzes Bestellverhalten an und überlegen, was kaufen die Kunden, wenn es wärmer wird. Und sie kaufen vor allen Dingen hier am Beispiel der Fleischtheke Grillfleisch. Dazu gehören die frischen groben Bratwürste, die wir hier sehen. Dazu gehören Fleischspieße, die Spare Ribs. Und was weniger gekauft wird, ist alles, was in Richtung Braten geht. Also Küche, die lange dauert, lange schmoren, ist weniger angesagt. Und das ist für die Fleischtheke von großer Bedeutung, eigentlich jeden Tag aufs Neue, wie das Wetter wird. Die bislang übliche Praxis, Waren mehr oder weniger aus dem Bauch heraus zu ordern, hält der in Zürich lebende Sebastian Glink für überholt. Er hat sich lange mit den Auswirkungen des Wetters auf den Einzelhandel beschäftigt.
hat mit Systematik überhaupt nichts zu tun. Wenn man das jetzt zusammenbringt mit Big Data, Techniken und Technologien, kann man natürlich die ganzen Abverkaufszahlen und Abverkaufsdaten verwenden, die generiert werden und die wirklich systematisch mit Wetterinformationen zusammenbringen und dann abklopfen über das ganze Sortiment eines Einzelhändlers zum Beispiel, welche Artikel bei welcher Filiale wie stark vom Wetter abhängen oder nicht. Dass Menschen mehr Grillfleisch, Bier oder Mineralwasser kaufen, wenn es heiß werden soll, leuchtet jedem ein. Aber auch ganz andere Konsumentscheidungen sind vom Wetter abhängig, fand Sebastian Glink heraus. Wir haben vor allem gesehen, dass Artikel wie des täglichen Bedarfs, wie Waschmittel oder Tempotaschentücher und so weiter, auch wetterabhängig eingekauft werden. Da haben wir gedacht, wie kann das sein? Warum wird das eingekauft? Und haben wir gesehen, dass es sogenannte, wir haben dann gesagt, Frequenzartikel gibt, die dann nur eingekauft werden, weil die Leute bei bestimmtem Wetter ihren Wochenendeinkauf machen. Und dann kaufen sie halt alles Mögliche ein. Aber sie sehen die Schwierigkeit, die es gibt und wie detailliert man da rangehen muss, damit man diese Sachen rausfindet tatsächlich. Sebastian Glink hat seine Studien mit zwei süddeutschen Supermarktketten mittlerweile abgeschlossen. Die konnten danach, je nach Artikel, bis zu 20% genauer bestimmen, was die Kunden kaufen werden. So wird hoffentlich weniger weggeworfen und die Artikelverfügbarkeit steigt. Die meisten Menschen interessiert nur, wie das Wetter in der unmittelbaren und mittelfristigen Zukunft wird. Hobby-Meteorologe Sebastian Schubert ist da anders. Der promovierte Physiker aus Berlin analysiert das Wetter vor allem in der Rückschau. Mit seiner Wetterstation sammelt auch er Wetterdaten. Hier kann man vor allem auch besondere Ereignisse erkennen. So ist die Sonnenfinsternis von 2015 im Temperaturverlauf deutlich zu erkennen. Man sieht hier eine nicht so starke Temperaturzunahme, wie man es am Vormittag erwarten würde. Also das subjektive Wetterempfinden ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Und gerade in der Rückschau kann man hier mithilfe der Kurven, die eben von der Wetterstation aufgezeichnet werden, dieses eben objektiver betrachten, sodass man in der Rückschau noch mal genau sehen kann, wie kalt, wie warm es denn dann wirklich war. Wie 1500 andere private Wetterbeobachter in Berlin leitet Sebastian Schubert seine Daten an die Meteo Group weiter. Die wertet diese Daten zwar aus, bezieht sie aber nicht in die aktuellen Prognosen ein, da man die Verlässlichkeit der gemessenen Werte noch nicht hinreichend prüfen kann. Allerdings bin ich auch davon überzeugt, in der Zukunft wird man diese Daten nutzen können und in zuverlässige Informationen auch umwandeln können. Die pure Masse an Daten ist da, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und wird dazu führen, dass man auch die lokale Prognose gerade kurzfristig noch mal verfeinern kann. Prognosen verfeinern? Da bleibt eine Frage offen. Wann erreicht der Wetterbericht die hundertprozentige Genauigkeit? Die Wettervorhersagen können auch noch ein Stück weit besser werden, aber wir werden immer nur an die 100% dicht rankommen, aber sie wird nie hundertprozentig sein. Da ist einfach auch ein Stück weit Petrus davor. Wir werden das nicht erleben. Petrus am Ende entscheidet.